Seid gegrüßt, meine Lieben. Habt ihr schon nachgedacht über die Planetenenergien? Dass sie uns stärken und aktivieren? Darüber hatte ich bereits am 24. Juli 2019 einen kurzen Videoeinblick gegeben. Heute vertiefen wir das noch einmal. Eines steht fest: Das Leben ist unruhig, Woche für Woche. Einmal mehr, einmal weniger. Einen Unruheaspekt finden wir immer und damit gehen wir auch unterschiedlich um. Dass wir dadurch aber mehr gewinnen oder verlieren könnten, sollten wir mit voreiligen Aktionen vermeiden. Vor allem sollten keine Entscheidungen aus einer Kurzschlusshandlung heraus passieren. Gehen wir aber besonnen und überlegt vor. Können wir die vielen Planetenaspekte dieser Tage dazu nutzen, um größere Ziele zu erreichen? Somit agieren wir geistig rege, was uns gute Einfälle und Lösungsmöglichkeiten in Krisensituationen bringen. Lass deine Intuitionen spielen, indem du mit Gesprächen Klarheit schaffst und dass somit deine Vorhaben in Ruhe, dass du sie in Ruhe abwickeln kannst. Und das kann dir auch helfen für den Zeitpunkt deiner beruflichen Planungen sowie in privaten Vorhaben, alles in richtige Bahnen zu lenken. Damit schaffst du dir die besten Chancen zum Erfolg. Es kann aber auch ein Zeichen für eine fesselnde, magische Liebe sein, wie auch die Lust auf Erotik und Sex. Wichtig ist, nicht zum Spielball deiner eigenen Emotionen zu werden. Denk daran, dass jeder bei der Geburt seinen eigenen Planet zugeordnet bekam. Dein Geburtsplanet gibt dir in deinem Leben die Kraft. Lässt dich schöpferisch sein in all deinen Handlungen. Finde heraus, welches dein Planet ist und du weißt, welche Kraft, welche Schwächen und Emotionen in dir schlummern. Es hilft dir somit, in gewissen Situationen besser zu handeln. Doch brauchst du Rat oder Hilfe? Dann bin ich wie immer für dich da, immer bereit, dir zu helfen. Also, dann ruft mich einfach an. In Liebe, eure Deria.